Oh, das ist alles so schön hier. Hallo Freunde, ich bin im Weltall. Ach, liebe Freunde, was für eine Herausforderung hier oben im Weltall. Aber mir geht's eigentlich soweit ganz gut. Hier oben im Weltall habe ich einen Alien getroffen und der hat mir ein Rezept gegeben, wie man selbstgemachte Galaxieknete machen kann. Und dazu brauchst du 2 volle Becher Maisstärke, ein bisschen Lebensmittelfarbe, ich benutze da rote, violette und blaue Lebensmittelfarbe. Und da viele von euch sich diese Bastelutensilien gewünscht haben, brauchen wir noch Glitter und euer Lieblingsshampoo. Dann brauchen wir noch 2 Behälter, 2 Löffel und ein paar Holzstäbchen, um das Ganze umzurühren. Als erstes geben wir die Maisstärke in den Behälter hinein und fügen dann etwas weniger als die Hälfte von eurem Lieblingsshampoo hinzu. Möchtest du eine fluffige, etwas klebrige Konsistenz, fügst du einfach mehr Shampoo hinzu und wenn du die ganze Knete etwas fester haben möchtest, gibst du etwas mehr Maisstärke hinzu. Das Ganze wird dann umgerührt, bis alles gut miteinander vermengt ist. Nun wird die Masse geteilt. Du kannst sie in 2 gleich große Hälften oder so wie ich nach Lust und Laune teilen. Die eine Hälfte wird dann mit blauer Lebensmittelfarbe eingefärbt und die andere Hälfte mit roter und violetter Lebensmittelfarbe. Du kannst natürlich die Farben nehmen, die dir am besten gefallen. Das Ganze wird dann so lange umgerührt, bis sich die Lebensmittelfarben gut mit der Masse vermengt haben. Im letzten Schritt kommt dann der Glitter hinzu. Zur blauen Masse nehme ich blauen Glitter und zur roten Masse nehme ich roten Glitter. Die Massen werden dann miteinander vermengt und das ergibt dann eine schöne Galaxieknete. Echt schön, oder? Hast du gesehen, mein lieber Freund, mit wenig Zutaten haben wir coole Galaxieknete gebastelt. Falls du das nachmachst, dann schreib mir doch in die Kommentare, wie du es gefunden hast. Und ich würde mich natürlich über ein Abo oder einen Daumen nach oben freuen. Wenn du möchtest, kannst du mich auch per WhatsApp anschreiben. Die Nummer dafür findest du hier unten in die Videobeschreibung. Na dann, mein lieber Bastelfreund, bis zur nächsten Tobilotarium-Sendung. Tschüss!